freue mich, dass wir heute hier in Schloss Linderhof den bayerischen Finanz- und Heimatminister Albert Füracker begrüßen können. An einem der schönsten Orte Bayerns, einem weltbekannten Bauwerk Schloss Linderhof. Und mein Kollege Harald Kühn setzt sich dafür in bewährter Weise ein, beim Finanzministerium, bei mir. Wir haben ja einiges getan in den letzten Jahren und haben auch noch einiges vor. Und insofern haben wir uns heute mal umgesehen und uns davon überzeugt, vom Baufortschritt und von der Notwendigkeit, hier weiter zu sanieren, damit dieses Weltkulturerbe auch für alle Menschen auf der Welt ein Besuch wert sein wird in Zukunft. Wir freuen uns über alle, die zu uns nach Linderhof kommen. Ich kann alle nur einladen und begeistern für diesen wunderschönen Ort, den uns König Ludwig II. Geschaffen und hinterlassen hat. Ja, ich danke der Bayerischen Staatsregierung und unserem Finanzminister Albert Füracker sehr herzlich für seinen Besuch und die stete Unterstützung des Schlosses Linderhof, das neben der großen nationalen und internationalen Bedeutung auch hier für unsere unmittelbare Heimat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, aber auch das ganze Oberland eine herausragende kulturelle und touristische Bedeutung hat.